Schönen guten Morgen. Morgen. Wir melden uns zurück. Zurück in der Natur. Eingespart waren wir auch nicht wirklich, aber die letzten Tage haben wir ein bisschen Piano gemacht, da es recht warm war. Ja. Genau. Wir haben ein bisschen slow down gemacht. Ganz fit sind wir aber trotzdem heute nicht. Das kennen Sie sicher auch mal. Das sind natürlich auch keine Maschinen. Und schwere Haxen und wir fahren nicht Piano. Hoffen wir mal. Ja. Wir sind jetzt in Masseria, Mayern, in Riednauen herinnen. Da hinten drin ist das, was wir dann auch gemacht haben, ein Schneebergscharten, wo die ganzen Bergbaugeschichten waren. Wir haben jetzt die Kamera heringestartet, wir sind von Sterzing reingeradelt, wo jetzt nicht das Highlight sind, ein paar Kilometer, aber ist halt nur Asphalt, haben wir uns gedacht, naja, nicht wirklich. Genau. Für uns geht es jetzt, drehen wir die ganze Maschine da um. Genau, für uns geht es jetzt da rauf, auf den Kamm Richtung Wetterspitz, Maurer Scharte. Einige kennen das wahrscheinlich schon von der Transalp oder von den Überquerungen. Wir haben es auch schon mal gemacht, die Maurerscharten, aber unter Anführungszeichen von Süd nach Nord. Richtig, genau. Jetzt, warum von Süd nach Nord? Weil wir jetzt dachten, das probieren wir mal aus. Würde ich nicht mehr machen. Süd nach Nord ist der Dreh zwar lang und cool, aber extrem eingewachsen leider. Vielleicht im Herbst oder so, wenn es besser ist, aber wo die Vegetation ist, nicht wirklich. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren heute die Seiten einmal an und werden euch einen Gipfel noch dazu, die Wetterspitze. Und werden euch dann einmal so eine Zusammenhängung von so Übergängen machen, die was man dann zusammenhängen kann, so 2- und 3-Tagestouren in einem Link. Das ist, glaube ich, ganz eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Wie hoch sind wir jetzt da drinnen? Jetzt sind wir 1300 so. Haben wir da einen Höhenschnitt? Knapp 1400. Ja. Auf geht's, schauen wir mal, wie weit geht's auf zu. Schätze ich einmal durch ein Zettel. Bis 2007. Ja. 2007. Und die Scharte ist auf 2,3 glaube ich oder so. Also sind es doch noch 1200 Höhenmeter auf. Genau. Und wie gesagt, dann halt nur zur Spitze die paar 100 Höhenmeter auf. Drehen wir das Ganze einmal aus, sehen jetzt, wie es uns geht. Und das Wetter halt. Und hoffen wir das Beste. Starten wir los. Ja, da wird es schaffen, oder? Ziemlich steil. Echt ziemlich steil. Aber ja. Ja, Aussicht wird aber besser. Luft immer dünner. Luft immer dünner, ja. Aber es wächst alles ziemlich gut da. Also so viel sieht man noch nicht. Aber schön. Das Wetter halt auch ganz gut. Aber es sind feine Temperaturen. Gott sei Dank. Ich bin schon ziemlich durch, so das Herz. Ich rede nicht mehr viel. Gibst du Tag, da geht's besser. Na, danke. Auch nicht schlimm. All right, sagen die Leute. Mein Wunder, Vicky hat mir so einen Saft gegeben. Ich dachte, ein Turbo-Saft. Vielleicht haust du mir einen Link auf Facebook oder Insta. Echt ein cooles Saft. Genau. Also ich bin jetzt echt mit E-Bike raufgefahren und die haben dann zu mir gesagt, Wachs. Wachs. Also stark, beneidend. Und ja, ich habe dann auch 3 Flaschen Spar angekommen. Normalen Tempo. Nein, mir hilft das auch viel gehabt. Super cool. Ich habe jetzt selten gehabt, mir taugt es echt voll. Ein bisschen wie so ein Weißbier alkoholfreies, fast ganz schön. Und nicht den Hirn, sondern den Haxen, was im Kopf ist. Ja, wir stehen da jetzt herum, kurz vor der Alm, vor der Pirsch, irgendwas ein bisschen im Kopf. Die Alm liegt dann auf 2,1. Hinten aus der Schneebergscharten. Genau. Ich drehe jetzt einmal durch, werde es nicht schwindelig haben und es macht die Augen kurz, so wie bei einem Horrorfilm, dann geht's wieder. Bitte? Frischer Alm, genau. Und da rauf geht's, wenn es da oben war, das Gipfelkreuz, in der Mitte die Scharten. Wir gehen jetzt einmal rauf. Wettertechnisch, es ist heuer echt eine Sache. Von dem Jahr wie 2/3 plant, also 3/3 plant, aber 2/3 verschmeißen können. Und durch das ganze Planen habe ich schon immer gewusst, was fahren wir, was fahren wir nie, das ist echt ein Haschzug. Eigentlich waren wir in Schnalstag gefahren, die 2 Tage, dann haben wir wieder Wetter geschaut, dann hat er wieder unbeständig gesagt, hätten wir ein bisschen eine hohe Geschichte gemacht. Dann haben wir gesagt, fahren wir hoch, Sterzing, locker Joker geht da hin. Super Wetter angesagt, jetzt sagt er schon wieder um 1, ein Gewitter. Also, die Planung fordert einen heuer und wir waren auch, die Flügel sind lästig, wir waren auch ein bisschen verwehnt von den letzten Jahren. Ja, ja, ist schön. Das war schon wachs. Gut, wer sudert, wer nicht, piep, wir müssen weiterfahren.
das nutzt nichts, gell? Oder? Wenn du nicht mehr nutzen. Ich möchte das zu fragen. Es ist doch, dass ich lang fahre. Ja. Wir sind nur beim Treten heute schon wieder. Schon schön ist das, oder? Ja, dann leg los, zeig uns, wie gut du treten kannst. Zeig uns das einmal. Probier es einmal, jetzt komm. Schaut euch das so, wie die Viktoria treten kann. Ein gewaltiges ist. Nein, ist das gewaltig? Sie mag nicht mehr. Wenn die wissen, wie lang das heute noch wird. Ja, ja. So, das ist jetzt ganz in der Waage einmal. Das Recht schaut echt gut aus. Und gar nichts los. Seit 15. August ist echt überhaupt nichts los. Da haben wir jetzt noch ein bisschen zum Drehen ganz nett rauf. Und dann sind wir schon bei der Alm. Und dann müssen wir schauen, wie weit das wir kommen bezüglich Wetter. Schwer zum Sagen, aber auch schwer zum Einschätzen. Weil online kriege ich gerade nicht, das kann ich nicht so Regenrad ausschauen. Ist echt alles schwer zum Einschätzen. Es reißt immer wieder auf und zu. Aber bleibst ruhig. Schauen wir weit, dass wir noch kommen. Gut, wir gehen ein Stückchen schaffen auf unseren Wanderweg. Waldweg ist ja keiner. Werden wir später zum Trail deklarieren. Achtung! Ja. Unsere Hookerbikes sind wir da ganz gut übersetzt, seht ihr sehr. Halten wir einser und schwenken wir durch. Genau. Da rauf geht's, oben ist die Schatten. Und im Nebel ist der Gipfel. Jetzt gehen wir bis zur Schatten. Das ist der Plan. Und dann schauen wir auf Friedam. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, die 11 Stunden Sonne lassen sich zeigen heute wieder mal. Das ist Wahnsinn. Echt cool, oder? Ja. Ach, was steife ich noch einmal. Die Stärke der Kraft nicht. Ah, die Kraft hast du nicht mehr, der Weg wirst du nicht kitzeln. Nein, gewaltig. Bärig. Ja, ich habe die Ego-Perspektive aus mir, wenn ich so gehe. Gibt sicher Spannenderes. Aber bald ich nicht viel Material zusammenkriege für nachts, dann haben wir da eine Lina daheim, wie ein Rumpelstilzchen. Genau. Uns macht das höllisch Spaß, das Filmen. Uns taugt es voll. Gell? Sagt, dass es dir gefällt. Jawohl. Ja, gefällt es, merkt es. Wir sind jetzt bald bei der Scharten um. Hat schon leicht Treppchen angefangen ein bisschen. Und schauen dann einfach, wie, was, wann, wo. Ja. Oder was sagt die Chefin? Ja. Schauen wir einfach mal. Ich schaue mich um, dann sehe ich mich immer. Genau. Wie ihr seht, es geht da echt sehr moderat und gut rauf. Da oben ist echt schon die Scharten. Jetzt da! Yep. Dann schauen wir, es tröpfelt immer nur leicht, so schwer zum Einschätzen. Aber der Weg ist super beieinander. Von dem her machen wir da gleich Meter. Und ja, schauen wir, was uns noch erwartet. Schartenjause! Ja, kühle Scharten. Ja, wir sind da rum, tief gekühlt. Tief gekühlt. Also die hohen Temperaturen sind da rum nicht so vorrangig, gell? Eher frisch, aber trotzdem eine super Aussicht. Seht ihr es da hinten aus im Tribulaun? Sehr schön. Und da hinten aus sieht man noch Sandäuer und ganz ein bisschen ganz hinten in Dolomiten. Da sind unsere Beaches. Da euche gegangen die Tour Richtung Flerzstall, haben wir schon gemacht. Ich sehe auf dem Block auch. Und diesmal geht die andere Richtung zum Ohrfahren. Richtung Riedenau und hoffen wir das Beste. Wäre, glaube ich, ganz eine coole Sache. Hoffen wir das Beste. Und jetzt gibt es bei uns was, sagst du? Ja? Kaminwurzel. Frisch vom Metzger. Ja, haben wir gestern noch geholt. Ja. War mir noch voll fette Viehhunde. Gipfel, also lassen wir uns nie in. Sollten. Sollten. Also, es muss echt sein. Also, es muss echt sein. Aber jetzt geht es noch ganz gut. Vielleicht reißt es auf. Man weiß ja nicht, was es ist. Genau, schreibt es in die Kommentare. Was man aufreißt oder schaut es weiter. Mahlzeit. Mahlzeit.
Fahrbau ist gut. Der Fahrbau, hast du gehört? Wie rutschig. Aber, ja, nicht so können wir. Also, das haben wir halt echt nicht gemeint, dass es so flach wird. Nein. Aber, das ist ins Wasser. Ja, das ist Echsenhalt. Na, das ist doch noch nicht gelebt, schon. Ich kann ein eigentlich Ätzer und eine Stunde danach noch Vollgas schütten. Und was bei uns geschütten angefangen hat, hat gar nichts zu. Ja, aber eben, jetzt scheint die Sonne.
Tag, ja. Ja, so schnell schaffen. Yes, ein kurzer Zwischenbericht, der Trail rockt wirklich. Ja, und es ist unbelievable, es war oben sowas von kalt. Das Leib ist platschnass vom Ring, aber ich muss es. Und jetzt ist es einfach nur noch aufgerissen, einfach nur noch geiles Wetter und einfach Bombe zum Fahren, ein richtiger cooler Trail. Gut, dass ich die Variante jetzt einmal gemacht habe, Zeit werden müssen. Aber ich muss ja dazu sagen, echt fahren. Er ist schwer, er ist echt wirklich fordernd. Also es ist kein Flow-Trail, sondern es ist wirklich technisch zum Fahren. Er ist natürlich auch vorbei. Zwar schön, aber nieder. Da ist jetzt so ein Wetter gefahren die letzten Tage. Das war noch ganz frisch. Das ist ungebbar gewesen. Und ich wollte jetzt keinen Abschneider fahren über die Wiesen und habe es einfach durchtragen. Und jetzt warten wir noch, wie es losgeht, dann ab der Waldgrenze. Aber richtig, richtig gut. Ja, ja, cool, echt. Coole cool. Sache. Ein bisschen ist er natürlich ein Kränk. Von dem her ist es jetzt nur recht rutschig. Also, wollte ich einmal die Steine, die Stöber mal angetragen haben. Ich bin einfach nur auf dem Gras ausgerutscht. Aber dafür ist er sauber, das ist auch wichtig. Nach dem Regen ist der Trail einfach recht sauber. Ja. Und das ist echt das Sauber. Aber es ist echt los. Also, aber sauber. Eben dort mal pissen. Ja. Ah.
Also das, was ihr da jetzt seht und jetzt gerade die letzten ja, paar Sekunden auf dem Video waren. Ah ja. Das ist ein, oh, stimmt, das ist ein offizieller Radlweg. Ja, ausgewiesen. Also erst eine coole Geschichte. So. Mega gesagt. War wieder richtig. Wäre ein cooler Dreck, stimmt eigentlich online. Knallt echt, ja, wirklich, ja. Gefällt mir. Nicht im Fall, also. Aber für einen offiziellen Weg, ja. Das sieht gut weg. Ich glaube, du hast ein bisschen geil. Radfahrer beim Zweck. Ja. Jetzt. Also echt crazy, da wo die Wicke jetzt steht, seht ihr den Bach. Das ist voll die Gletschermilch. Und das schaut echt schräg aus mitten im Wald. Der. Also richtig bizarr. Richtig cool. Ende gut, alles gut, also die Kugel sind jetzt wir beenden unser Video da jetzt an, mit einem Schatten drinnen. Ihr seht es da hinten, die. Okay. Bei Frau Isaac. Ein bisschen Hefer. Schaut echt super aus, wir werden jetzt noch den Ohr waschen. Dann gehen wir Pizza essen. Morgen werden wir dann schauen, also wenn man Wetterbericht glauben schenken würde, heute würde es jetzt regnen und eigentlich war es schickes um oben wohnen. Es war seitenverkehrt. Auf jeden Fall werden wir heute halt jetzt da Eifel springen und waschen und dann morgen spontan was weiter dann. Also bleibst du ja, und in diesem Sinne, ja, danke fürs dabei sein ja. Und Anregungen unten dazu schreiben. Gerne und bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es noch ein kurzes Video oder ein Foto von der Pizza. Stimmt, ja. Vierte, ich, ciao.